Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesem dritten Vers aus dem ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, dem Wochenspruch für die vor uns liegende Woche und zugleich ersten Vers unseres heutigen Predigttextes, begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Eine Woche nach Ostern wollen wir immer noch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern und darüber nachdenken und uns darüber freuen, was das für uns bedeutet. Aus unserer Freude heraus wollen wir auch in das Lob Gottes einstimmen und halt immer noch innerlich, weil wir nicht singen dürfen. Die Lieder projiziere ich jeweils hier vorne. Während uns Esther Giger das Lied 239 »Gelobet sei der Herr« auf der Orgel spielt, lese ich die drei ersten Strophen. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben, mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, der alle Augenblick viel Gutes an mir getan. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben schenkt das allerhöchste Gut. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. Wir wollen beten, wenn es Ihnen gut möglich ist, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, heute vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Weil du vom Tod auferstanden bist, sind wir überhaupt erst als deine Gemeinde hier. Wir wissen, dass du auch uns lebendig machen kannst, dass du uns im Glauben an dich und im Hören auf dein Wort ein erfülltes, wertvolles und ewiges Leben schenkst. Weil du vom Tod auferstanden bist, ist unsere Welt anders geworden.
gibt es auf unserer Welt eine lebendige Hoffnung. Lass auch uns anders werden und anders sein, indem wir dich und was du für uns getan hast, erkennen und annehmen. Und lass es uns nicht nur glauben, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, um uns zu retten. Hilf uns auch, uns über unsere Rettung zu freuen, dich zu loben und zu preisen und als erlöste Menschen zu leben. Herr, wir bitten dich, sei du jetzt auch in diesem Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns. Stärke uns und unseren Glauben durch dein Wort und durch deine Liebe. Dir, Herr, gehören Lob, Preis und Herrlichkeit, jetzt und für immer. Amen. Wir bekennen unseren Glauben heute mit der Nummer 267 aus unserem Kirchengesangbuch. Wir glauben an Gott, den Vater, unseren Schöpfer, der alles in seiner allmächtigen Hand hält. Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Erlöser, der uns für Gottes Reich frei macht. Wir glauben an den Heiligen Geist, von Gott gesandt, unseren Tröster, der uns reinigt und in der Gemeinde Christi sammelt. Wir glauben an den einen Gott, der uns liebt, erneuert, sendet. Amen. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt. Während wir die Melodie hören, lese ich die drei ersten Strophen. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt, der Leben gibt und Treue hält. Er fügt das All und birgt die Zeit, mein Vater in der Ewigkeit. Ich glaube, Gott erwählte Christ, den Sohn, der unser Bruder ist. Weil seine Liebe allen gilt, hat er sein Werk am Kreuz erfüllt. Ich glaube, Gottes Schöpfermacht hat uns den Ostersieg gebracht. Denn alles, was mein Glaube sieht, spricht seine Sprache, singt sein Lied. Die Schriftlesung liest uns heute Ruth Gormöböf aus Psalm 116, die Verse 1 bis 9. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hat seine Arme schon nach mir ausgestreckt.
Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben. Vom begonnenen Lied 271 lese ich, während wir die Melodie hören, die Strophen 4 bis 6. Ich glaube, meine Taufe weist auf Gottes Wirken durch den Geist. Ich sehe im Spiegel seiner Schrift die Wahrheit, die mein Leben trifft. Ich glaube, Gott will Menschen sehen, die ganz auf seiner Seite stehen. Sein Abendmahl in Brot und Wein lädt alle Welt zur Hoffnung ein. Wir glauben, Gott setzt Zeichen ein und lässt uns die Gemeinde sein, die bis zum Ende Treue hält zum Leben für die ganze Welt. Der heutige Predigttext steht im ersten Kapitel des Petrusbriefes in den Versen 3 bis 9. Ich habe diesen Predigttext ausgewählt, weil er erstens für den heutigen Sonntag nach Ostern offiziell vorgeschlagen ist und zweitens, weil er mich sehr angesprochen hat. Und trotzdem habe ich wieder einmal beim Vorbereiten gemerkt, dass ich mir die Aufgabe nicht ganz einfach gemacht habe, über 7 Verse zu predigen, die nur aus 2 Sätzen bestehen. Es sind also Monstersätze, die nicht nur der Apostel Paulus, sondern auch hier der Apostel Petrus schreiben kann. Ich würde sagen, es ist ein echtes Konzentrat, dass uns Petrus hier vorlegt, nicht weniger als der Versuch, den ganzen Inhalt des christlichen Glaubens mit seinen wichtigen Kernpunkten in diesen 2 Sätzen bzw. 7 Versen zusammenfassen. Trotzdem hoffe ich, dass das Konzentrat der Predigt, dass ich es so aufbereiten kann, dass es sie für sie einigermaßen bekömmlich und leicht verdaulich sein wird. Jetzt möchte ich Ihnen den Bibelabschnitt einfach lesen. Versuchen Sie beim Zuhören, sich nicht gleich alles einzuprägen, sondern einfach das zu erfassen, was Sie gerade anspricht. Jetzt also zum Predigttext. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergezeugt zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Jubelt darüber, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Liebe Gemeinde, wie bereits gesagt, halte ich diesen Bibeltext für den Versuch des Petrus, den christlichen Glauben in kürzester Form zusammenzufassen und zu beschreiben. Wenn Sie die Aufgabe bekommen würden, den christlichen Glauben in 3 Sätzen zusammenzufassen, was würde für Sie alles unbedingt dazugehören? Was müsste alles gesagt werden, um das Wichtigste über unseren Glauben zu sagen? Es müsste ganz sicher die Rede sein von Gott, dem Vater, von seinem Sohn Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung, von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes, aber sicher auch von dem, was es für uns heißt und bedeutet, zu glauben. Von der Freude, vom ewigen Leben. Und beim weiteren darüber nachdenken, würde uns noch sicher mehr in den Sinn kommen, das für uns unbedingt dazugehört. Wir würden wahrscheinlich merken, dass es gar nicht so einfach ist, das Wichtigste unseres Glaubens in knappster Form zu sagen, ohne dabei etwas Wesentliches zu vergessen oder in Nebensächliches abzuschweifen oder in ein beliebiges Aufzählen zu kommen. Denn unser christlicher Glaube ist ja mehr als nur eine Reihe von einzelnen Punkten, an die wir glauben, und damit hat es sich. Unser Glaube ist doch hoffentlich mehr als das. Ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu veranschaulichen. Zu Beginn der Predigt habe ich Sie vorgewarnt, dass unser Predigttext keine leichte Kost sei, und habe die Hoffnung angesprochen, dass die ganze Sache für Sie trotzdem noch einigermaßen genießbar und gut verdaulich sein würde. Man könnte ja auch unseren Glauben mit einem Lebensmittel vergleichen, so wie auch Jesus vom Brot im übertragenen Sinn als vom Lebensbrot gesprochen hat und dass er das Lebensbrot für uns ist. So stelle ich Ihnen in diesem Sinn einmal einfach ein Lebensmittel vor. Also, es besteht aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fett, Kakaomassen, Eier, Weizenmehl, Stärke, Kakaopulver, modifizierte Kartoffelstärke E1414, Feuchthaltemittel E420 und E422, dem Mehlbehandlungsmittel E450A, dem Backtreibmittelpulver
E331, E450, dem Säureemulgator E462 Aromen und noch ein paar anderen Dingen. Haben Sie Appetit gekriegt? Ist Ihnen das Wasser im Mund zusammengelaufen? Wahrscheinlich kaum. Beim Aufzählen dieser Zutaten könnte es einem eher den Appetit nehmen. Und dabei, habe ich doch von einem wirklich feinen Schokoladencake gesprochen. Wie der duftet. Aber wir müssen diesen Kuchen zuerst sehen, daran riechen und dann würden wir glustig werden. So wie damals, als wir noch einen Hund hatten, hat meine Frau einen Kuchen für die Gäste gebacken. Als sie ihn holen wollte, war nichts mehr da. Der Kuchen hat dem Hund zu gut geschmeckt. Manchmal genügt es bereits, wenn man einen solchen Kuchen nur vor dem inneren Auge sieht, um darauf Appetit zu kriegen. Aber viel schöner ist es ja, wenn wir den Schokoladekuchen vor uns haben und ihn genießen können. Gleich wie bei der Schokoladetorte ist es auch bei unserem Glauben. Wenn wir nur aufzählen, was so dazugehört, Gott Vater, Gott Sohn, sein Tod und seine Auferstehung, Vergebung der Schuld, ewiges Leben, sein Kreuz auf sich nehmen und so weiter, dann weckt das wohl nicht bei vielen den großen Appetit. Gleich wie beim Kuchen muss man den christlichen Glauben als Ganzes sehen können und daran schnuppern und riechen, damit man auf den Geschmack kommt. Und wir müssen davon essen, damit wir durch ihn erfreut und gestärkt werden. Bei unserem Predigttext ist mir aufgefallen, dass der Petrus nicht nur die einzelnen Bestandteile des christlichen Glaubens aufzählt, sondern dass er ihn auch als Ganzes beschreibt und dass er uns sagt, was wir damit machen müssen und was dieser Glaube für uns bedeutet und welche Konsequenzen er hat. Petrus beginnt seine Aufzählung, was zum christlichen Glauben gehört, mit dem Gleichen, womit wahrscheinlich auch wir beginnen würden, nämlich mit Gott, dem Vater. Aber er sagt nicht einfach, ja, da gibt's einen Gott, sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn Gott für uns mehr sein soll als die Kakaomasse eines Schokoladenkuchens, den wir eh nicht essen, dann sollen wir Gott loben und preisen. Das Loben und Preisen ist doch wie das eines feinen Kuchens, wenn man ihn isst und damit der Bäckerin seine Anerkennung ausdrückt und ihr sagt, wie fein der Kuchen ist und sie dafür lobt. Wenn wir nicht nur glauben, dass es einen Gott gibt, sondern wenn wir ihn loben und preisen, dann bekommt unser Glaube an Gott Substanz. Dann schenkt er uns Freude und gibt uns Kraft. Dann bekommen wir für unser Leben echte Nahrung. Und um den Nährwert und um die Lebenskraft, die uns Gott schenkt, geht es auch im Folgenden, wenn Petrus Gott näher beschreibt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sollen diesen Gott preisen, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Diesen Gott preisen, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat. Diesen Gott preisen, der auch uns durch die Auferstehung Jesu wiedergeboren hat. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wie es hier zuerst heißt. Und damit ist nicht nur unsere Wiedergeburt nach dem lebendigen Tod gemeint, sondern auch unsere Wiedergeburt mitten in diesem Leben. Ja, die Technik, wenn das Ding abstürzt. Jawohl, wo war ich? Wenn wir auf diesen Gott hoffen, der stärker ist als der Tod und der unserem Leben Sinn geben kann, dann hat das seine Bedeutung auch da und jetzt in unserem Leben auf dieser Welt. Dann wissen wir, dass unser Leben hier und jetzt einen Sinn und eine Bedeutung hat. Wer keine Hoffnung auf Gott hat, ob es nun für ihn keinen Gott gibt oder ob Gott für ihn einfach keine Bedeutung hat, wer keine Hoffnung auf Gott hat, der hält sich letztlich nur an Vergänglichem. Für den endet sogar der größte Erfolg oder der größte Reichtum in seinem Leben in der Sinnlosigkeit. Ein Mensch, der aber seine Hoffnung auf Gott und auf Jesus Christus setzt, der ist wie einer, der sich von einem guten Kuchen ernährt, in dem es Zucker und Eier und Mehl drin hat, die Kraft geben. Aber ein Mensch, der nicht auf Gott hofft, der ist wie einer, der einen Kuchen isst, in dem es keine Eier, kein Mehl, keinen Zucker hat, sondern nur künstlichen Süßstoff und Aromen und vielleicht noch Aufputschmittel. Vielleicht merkt er es lange nicht einmal, dass ihm sein Kuchen keine wirkliche Kraft gibt, denn auf unserer Lebensparty gibt es ja so viel Ablenkung und ist immer so viel los, dass man wirklich verhungern kann, ohne dass man es rechtzeitig merkt. Wenn wir es aber glauben und annehmen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe und Barmherzigkeit zu uns vom Tod auferweckt hat, dann bekommt unser Leben eine Hoffnung, die auch durch Hunger bzw. Durststrecken hindurchträgt. Nachdem Petrus von unserer Wiedergeburt auf dieser Welt gesprochen hat, wendet er sich dem ewigen Leben bei Gott zu, indem er sagt, er hat uns wiedergezeugt zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus hat uns Gott zu seinen Erben gemacht. Das Leben und die Rettung, die er uns schenken wird, wird unvergänglich und unzerstörbar sein. Gott Vater, sein auferstandener Sohn Jesus Christus, unsere lebendige Hoffnung in diesem Leben, Wiedergeburt und Gottes Erben nach unserem leiblichen Tod sein zu dürfen. Das sind also zusammengefasst nach Petrus die wichtigsten Elemente unseres christlichen Glaubens.
Vorhin habe ich sie mit den Bestandteilen eines Kuchens verglichen. Um das zu veranschaulichen, was Petrus vor allem im zweiten Teil unseres Predigttextes über unseren Glauben sagt, möchte ich noch ein anderes Bild nehmen, nämlich das eines Medikamentes. Da hat es ja immer so schöne, lange Beschreibungen drin. Wenn man sie auseinandergefaltet hat, bringt man sie kaum mehr zusammen. So viel steht drin. Ja, was interessiert uns da? Lesen wir immer die ganze Packungsbeilage, was die Bestandteile sind und. Die möglichen Nebenwirkungen, um uns abzustrecken. Also ich lese zuerst immer, wozu es gut ist, wofür man es braucht und wie ich es einnehmen soll. Eine Stunde vor dem Frühstück oder dreimal täglich nach dem Essen. Wenn ich aber das Medikament in der Schublade liegen lasse, dann nützt es mir nichts. Und wenn ich es zum falschen Zeitpunkt oder in einer falschen Dosierung einnehme, dann hilft es mir vielleicht einfach nicht so gut. Und wie wirkt unser Glaube am besten? Auch darüber sagt Petrus etwas. Nur ist es mit dem Glauben natürlich nicht so einfach wie bei einem Medikament, bei dem ich weiß, wenn ich es dreimal täglich schlucke, dann hilft es mir. Täglich 3 Minuten beten oder während der Schulzeit 120 Lektionen KUW und circa 25 Gottesdienste besuchen und nachher ein Leben lang nichts mehr. Das wäre wahrscheinlich Glaubensrezepte, die noch manchem passen würden. Oder noch besser, man könnte den Glauben in der Schublade lassen und braucht ihn nur Bedarf und im äußersten Notfall hervorzunehmen, wie ein Kopfwehpulver. Wie unser Glaube zur Wirkung kommen kann, verrät uns Petrus, wenn er sagt, gepriesen sei Gott, jubelt über eure Rettung, jubelt darüber und Christus, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Gott preisen und über das jubeln, was er für uns getan hat. Jesus Christus gern haben und ihn verherrlichen. Das heißt, Gott und Jesus Christus wirklich ernst nehmen. Und es heißt, den Glauben wirklich zu leben und im Leben umzusetzen. Und dann hilft uns unser Glaube tatsächlich auch. Wenn ich ein Schmerzmittel einnehme, dann ist es mein Ziel, dass ich zum Beispiel kein Kopfweh mehr habe. Oder mit einem anderen Medikament will ich erreichen, dass meine Verdauung wieder in Ordnung kommt. Was ist das Ziel unseres Glaubens? Petrus nennt es ganz zuletzt. So erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Die Seele, das ist nach dem jüdischen Denken der ganze Mensch, sein ganzes Leben, alles, was er hat und kann und ist. Ein Medikament hilft uns nur gegen ganz bestimmte Dinge, eben gegen Kopfweh oder gegen Bluthochdruck. Unser gelebter Glaube an Gott und Jesus Christus schenkt uns dagegen vollständige Heilung, die Rettung der Seele. Amen.
Danke, Esther, für dieses jubelnde Zwischenspiel. Wir sammeln uns zum Gebet. Ich bitte Sie dazu, aufzustehen. Herr, du unser Gott und himmlischer Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus als unseren Heiland und Erlöser auf diese Welt geschickt. Du hast ihn vom Tod auferweckt, damit auch wir wiedergeboren werden. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung in unserem Leben auf dieser Welt und wiedergeboren als deine Kinder und Erben in deiner ewigen Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, du bist gestorben und auferstanden, nicht damit du groß herauskommst, sondern damit wir leben können. Du möchtest, dass wir an dich glauben, nicht damit du etwas davon hast, sondern damit wir etwas davon haben, damit wir gerettet werden. Mache uns bereit und hilf uns dabei, dass wir unseren Glauben an dich nicht nur haben, so wie man ein Medikament im Medikamentenschrank hat, sondern unseren Glauben zu leben. Du weißt, Herr, wie schwach wir in unserem Glauben immer wieder sind, wie wir immer wieder versagen, wie uns so manches von dir ablenkt, wie unser Glaube zu einem theoretischen Wissen kraftlos und freudlos zu werden droht. Vergib uns diesen matten Glauben. Lass uns dich loben und preisen. Erfülle uns mit Freude für alles, was du für uns getan hast. Denn erst wenn wir dich preisen, bekommt unser Glaube wirklich Kraft. Dir, Herr, gehören Lob und Preis und Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Jesus, meine Freude, wir hören wieder die Melodie und ich lese drei Strophen. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Jesu, meine Zier. Ach, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob's mit Macht gleich blitzt und kracht, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein.
Gott lieben, muss auch ihr betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Ich darf mich bei Ihnen herzlich für die Kollekten von Karfreitag und Ostern bedanken. Vielen Dank für die zusammengelegten 642 Franken für das Kinderwerk Lima vom Karfreitag und für den Verein Ein Herz für Kinder 482 Franken an Ostern. Heute ist die Kollekte vom Synodalrat festgelegt worden für internationale ökumenische Organisationen. Vielleicht scheinen uns diese Organisationen weit weg und trotzdem sind sie wichtig, dass wir auch auf internationaler Ebene im ökumenischen Bereich mit anderen Kirchen zusammenarbeiten. Am kommenden Mittwoch ist von 14.30 Uhr bis 16 Uhr KUW der 5. Klasse im Kirchgemeindehaus. Am kommenden Sonntag ist wiederum mit maximal 50 Personen um 10 Uhr Gottesdienst. Meine Kollegin Pfarrerin Marlene Koch wird den Gottesdienst leiten. Mitwirken wird Christa Bauer vom Tierfand. Und auch am nächsten Sonntag gibt es wieder Sonntagsschule. Nach wie vor können Sie unseren Gottesdienst auch auf Livestream über die Homepage unserer Kirchgemeinde anschauen, live oder auch im Nachhinein. Und Adelboden TV strahlt im Moment noch zwischen 11 und 12 und 19 Uhr und 20 Uhr sonntags einen Gottesdienst auf Adelboden Info TV aus. Ich darf ganz herzlich danken Esther Giger an der Orgel, unserer Sigristin Christine Germann, der Lektorin Ruth Gormöböf und für die Eingangskontrolle und Kamera David Schranz. Wenn wir jetzt weitergehen, sind wir nicht allein. Wir hören die Melodie für 3 Strophen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus.
und richten unser Leben nach seinem aus. Und richten unser Leben nach seinem aus. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Bleib bei uns heute und morgen, Herr Jesus Christ. Bleib bei uns heute und morgen, Herr Jesus Christ. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Für das Ausgangsspiel der Orgel setzen wir uns dann nochmals zum gemeinsamen Gebet des Herrn und zum Zuspruch von Gottes Segen, bitte ich Sie aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott, der uns alle Gnade schenkt, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen hat, er wird euch bereiten, stärken und kräftigen. Ihm gehört alle Macht bis in alle Ewigkeit. Der Friede Gottes, der größer ist, als dass wir ihn mit unserem menschlichen Verstand je ganz begreifen könnten, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.